い、皆さんこんにちは、レナです。今日はお兄ちゃんにインタビューをしたいと思います。今日はちょっとドイツ語のインタビューになりますので、今からドイツ語に変えます。 Also, wir machen jetzt ein Interview. Okay. Ich sehe schon, ihr habt alle Spaß. Also, du darfst dich als erstes mal kurz vorstellen. Hallo, jetzt? Ich bin der Alan. Okay, hallo, mein Name ist Alan. Ich wohne in Deutschland, in München, um genau zu sein. Bin 32 Jahre alt und das ist meine Schwester. Genau, sehr schön. Heute geht's um Japan oder um all die Sachen, die ich dich noch nie gefragt habe über Japan. Mein Leben dort, was du so davon hältst. Okay. Was dachtest du denn, als ich angefangen habe, mich an Japanisch zu interessieren? Sehr interessante Frage. Ich dachte, dass es wirklich schwer ist, diese Sprache zu verstehen. Ja, ist immer noch. Und dass es, glaube ich, gerade für einen Ausländer nicht gerade die leichteste Sprache ist zu lernen. Ja, ist es auch nicht. Keine Ahnung, so mit den Schriftzeichen und den ganzen Sachen ist natürlich schon schwer. Aber ich meine, wir haben ja auch in der Schule Englisch und sowas gelernt. Also ja, ich bin mir nicht sicher, ob du quasi Englisch mit einem normalen Zeichensatz versus diese Kanjis und was es da nicht noch alles gibt, muss ja quasi nochmal ein ganzes Alphabet neu lernen. Ja, aber es hat Spaß gemacht, also passt schon. Du warst ja noch nie in Japan. Leider noch nicht. Aber du hast ja so ein bisschen was mit Japanisch zu tun gehabt, weil du ja Karate gelernt hast. Das ist richtig. Hast du denn durch dein Karate-Training über Japan gelernt? Gar nicht mal so viel, außer dass die Japaner sehr diszipliniert sind, eine interessante Kultur haben. Zum Beispiel? Sehr viel mit Kampf tatsächlich in ihrer Vergangenheit. Da steckt auch sehr viel Perfektionismus drin, was die Deutschen ja auch ein Stück weit perfektioniert haben. Also ich glaube, insofern sind die Kulturen gar nicht so verschieden. Wie lange hast du Karate gelernt? 12 Jahre. Okay, ganz schön lang. Und welchen Gürtel hattest du? Orange. Weil du keine von den Tests gemacht hast. Genau, weil ich keine Lust auf Prüfung hatte. Und man lernt da ja so Abläufe. Ja, Katas. Katas. Auf Japanisch. Katas. Weißt du irgendwie, wie die heißen? Haben die unterschiedliche japanische Namen, auch im Deutschen? Oh Gott, ja, haben sie natürlich. Kannst aber du dich daran erinnern? Glaube ich, ne. An was kannst du dich denn an Japanisch erinnern, abgesehen von Kata? Ichi, ni, san, chi, go. Nicht. Sugoi, ja. Und du hattest irgendwie aus irgendeiner TV-Sendung irgendeinen japanischen Satz, den du uns jetzt zum Besten geben kannst. Ja, Americanos Nickers Oishi. Das Keine ist Ahnung, aus warum. Fast and Furious Tokyo Drift. Ich weiß nicht wieso, aber das ist hängen geblieben. Okay. Also das ist alles, deine kompletten Japanisch-Kenntnisse sind Ichi, ni, san, chi, go und Americanos Nickers Oishi. Ja, vielleicht wenn ich mich noch ein bisschen anstrenge und ein bisschen überlegen würde, kommt vielleicht noch ein bisschen was zusammen. Aber ich glaube, das ist so ziemlich begrenzt darauf. Kannst du Hallo oder Danke oder sowas? Nicht wirklich. Okay. Das kannst du dann lernen, wenn du irgendwann mal nach Japan kommst. Ich habe gehört, du machst zurzeit sehr gerne Sachen aus Matcha, was ja auch was Japanisches ist. Ja. Wie bist du darauf gekommen? Oh, das ist eine gute Frage. Ich glaube eigentlich zum einen durch dich, weil du mal den Matcha-Tee damals getrunken hast, als wir mal in einem japanischen Restaurant hier in München waren. Mhm. Fand ich sehr interessant, auch den Geschmack. Zum anderen, weil das ja kompletter Tee ist und nicht nur Tee, den du aufbrühst. Das heißt, du hast die ganzen Antioxidantien und die ganzen Mineralstoffe, die so ein Tee eigentlich für einen bereithält, hast du ja dann komplett gelöst und du nimmst es ja mit der Pflanze dann eben auch in den Körper auf, während bei normalen Tee ja nur ein kleiner Bruchteil, vielleicht weniger 10% davon gelöst werden. Also auch aus Gesundheitsgründen quasi. Genau, aber auch aus Geschmackgründen, also weil gerade, also wir machen gern Eis. Matcha-Eis. Matcha-Eis. Oh, nice. Und das ist halt richtig lecker. Mhm, finde ich auch. Und das Tolle ist, wenn man es selber macht, kann man sich ja so viel Matcha oder so wenig Matcha reintun, dass einem genau schmeckt. Und auch mit dem Zucker und so kann man dann direkt so. Genau, also du kannst da ein bisschen variieren. Das haben wir auch gemacht, bis du quasi so die Mischung findest, die dir schmeckt. Und dann hast du halt quasi genug Süße und genug Bitterstoffe drin, dass du halt einen ausgewogenen Geschmack da drin hast. In Japan gibt es einen Laden, da haben sie 7 verschiedene Arten Matcha-Eis mit den unterschiedlichen Stärken, quasi von 1 bis 7. Und du kannst dann die Stärke Matcha-Eis für dich finden, die genau die richtige ist für dich. Ich glaube, das macht voll Sinn. Ja, genau. Zurück zu mir.
Was dachtest du denn, als ich gesagt habe, so, ich ziehe jetzt nach Japan? Sayonara. Viel Spaß. Nee, was dachte ich? Also ich dachte, dass es wahrscheinlich schwierig wird, eine neue Kultur kennenzulernen, weil es ja doch anders ist als deutsche Kultur. Ich glaube, Japaner sind noch mehr unter sich. Ja. Also es gibt ja dieses geflügelte Wort Gaijin, das die ja quasi für alle Ausländer im Endeffekt verwenden, ja. Was ja auch so eine gewisse Gruppenbildung eigentlich schon darstellt, weil wenn ich schon ein Wort für jemanden habe, der quasi von außerhalb kommt, der außerhalb dieser Gruppe ist und existiert. Naja, es ist, ich, also jein. Gaijin ist ja das Gleiche, wir haben auch das Wort Ausländer. Ja, aber es ist dort, glaube ich, negativ behafteter. Ja, deswegen, eigentlich sagt man Gaikokuji. Ja, also genau, das Wort ist so ein bisschen negativ behaftet und wenn jemand in Japan kommt und sagt, ah, Gaijin, dann finde ich auch so, Also eigentlich sollte man da höflich sein und Gaikokujin sagen, diese Ausländerpersonen. Ich muss sagen, ich hatte eigentlich nur gute Erfahrungen, so in den letzten Jahren, dass ich in Japan gelebt habe. Also mir gefällt es immer noch sehr gut da. Ich hoffe ja immer noch, dass du irgendwann mal vorbeikommst. Ist in Planung. Ist in Planung? Ist in Planung. Es ist nur die Frage, ob es nächstes Jahr oder übernächstes Jahr wird. Okay. Ja, wir sind bereit, euch, dich, wie auch immer, in Japan willkommen zu heißen und ein bisschen rumzuzeigen und so. Hast du irgendwas, was du gerne machen würdest, wenn du in Japan bist? Auf jeden Fall das Land bereisen und verschiedene Dinge sehen, weil ansonsten, ich meine, wahrscheinlich muss man sich so 3 Wochen Zeit nehmen und dann wirklich mal rumfahren. Ja. Was wir bisher auch immer gemacht haben, also als ich mit Sigi zum Beispiel in Schottland war, haben wir auch das Auto genommen und einmal quasi, ja, nicht komplett Schottland abgefahren, was in 2 Wochen nicht möglich ist, aber halt die wichtigsten Dinge mitgenommen. Mhm. Und mit in Portugal haben wir das Gleiche gemacht, also ansonsten bist du halt nur an einem Fleck und dann siehst du halt nicht wirklich viel und du willst ja auch ein bisschen die Kultur kennenlernen, die Menschen kennenlernen. Einfach ein bisschen erleben, erfahren, was haben so unterschiedliche, ich nenne es mal, Zonen innerhalb eines Landes zu bieten. Ja? Ja. Weil hier ist Bayern ja auch unterschiedlich, wie Baden-Württemberg zu Norddeutschland. Also je nachdem, wo du hingehst, ist es eine andere Zone, die Leute sind anders, reden anders. Haben auch andere Kultur, was Essen angeht und ähnliches. Insofern, ich denke, in Japan ist es sehr ähnlich. Von dem her, denke ich, macht es wenig Sinn, an einem Ort zu verharren, sondern mehr eben verschiedene Stellen des Landes zu bereisen. Jetzt, wo wir es gerade schon vom Essen hatten, wie stehst du zu japanischem Essen? Was magst du nicht? Ich finde es sehr interessant, also gerade diese Suppen und so. Ich bin eigentlich kein großer Suppenfan, aber japanische Suppen, Miso-Suppe, können sehr interessant sein. Ja, okay, cool. Weil die auch sehr verschieden schmecken, sehr verschiedene Inhaltsstoffe haben, also Nudeln, Ei, Fleisch. Ja, ja, ja. Mhm. Also wirklich teilweise sehr extrem variieren. Ramen hast du irgendwann vorgestellt gegessen, hast du genau, gesagt. Genau, Ramen finde ich sehr lecker. Wie gesagt, normal kein Suppenfan, aber Ramen ist super. Wenn man die richtigen Sachen wählt. Mhm. Und keine vegetarisch. Genau. Das war mal ein Versuch. Ja. Nein, Ramen, da muss schon ordentlich so Fleisch sein. Ansonsten, ich bin kein großer Sushi-Fan. Weil du keinen Fisch magst im Allgemeinen. Ja, wobei Lachs und sowas esse ich ja Wie schon. Wie wär's mit Lachs-Sushi? Mag ich auch nicht. Okay. Genau, da dann esse ich dann schon verloren. Eher das Gemüsezeug. Gurkenmaki. Ja, genau. Sehr schön. Ist nicht dein Favorite. Ist nicht mein Favorite, genau. Okay, aber wenn du in Japan bist, du würdest schon japanisches Essen probieren wollen und... Auf jeden Fall. Nicht unbedingt Rohrenfisch, aber... Nö, die haben ja auch sehr leckere andere Sachen wie Udon-Nudeln, eben mit Rindfleisch und verschiedene Marinaden, Sesam und... Alles, genau. Tod und Teufel. Hast du eigentlich schon mal unseren YouTube-Kanal angeschaut? Oh, ich habe in 1-2 Videos mal reingeguckt, ja. Aha. Kannst du dich an irgendwas erinnern, was du gesehen hast? Ich glaube, das eine Video war das ist ziemlich kürzlich erschienen, wo du wieder in Tokio warst und halt verschiedene Stationen angeschaut hast, die es zu dem Zeitpunkt, wo du in Tokio gelebt hast, noch nicht gab. Ah, aber mein deutscher YouTube-Kanal, okay. Hast du den japanischen hast du nicht angeschaut. Dann habe ich wahrscheinlich den japanischen nicht angeschaut, ja. Egal. Naja, ist ja du verstehst ja auch nichts, also ist ja auch verständlich. Macht irgendwie Sinn. Genau. Wir haben ja das letzte Mal, als wir hier waren, ganz viele Videos gemacht mit den Eltern zusammen. Mhm. Also auch Interviews und ganz viele Sachen zum Essen gegeben und sowas. Willst du irgendwas probieren? Was Süßes oder so? Ja? Ja. Und was ist das jetzt? Also das hier sind Kaki no Tane, heißen die. Okay. Das ist salzig, beziehungsweise es soll eigentlich ein bisschen scharf sein. Da steht Sweet Soy Sauce und Chili Pepper. Aber okay. Es ist nicht scharf.
Das ist ein netter Snack so zum Essen mit Bier zum Beispiel. Oh, das klingt gut. Wo ist mein Bier? Der gibt's später. Die kenne ich. Ach so? Ja. Ist das in Deutschland auch? Anscheinend. Also Echt? Es gibt so Snackmixe oder so. Da asiatischer Snackmix, da sind die auch mit drin. Cool. Also die kenne ich. Mama, kann ich von der Baustelle. Genau, die Mama will die gar nicht hergeben. Ah, ist das mit Mousse? Mit Mousse, genau. Das ist mit nicht Mousse. Mit Bohnenmousse. Mit roter Bohnenpaste. Ja. Yeah. Magst du das? Ja, ich mag's. Also es ist jetzt nicht mein Favorite, aber es schmeckt gut. Das hier, Dorayaki mit roter Bohnenpaste. Du kannst es dann auch und das ist mit der Karo typischer teilen. Nachtisch. Ja, genau. Isst man normalerweise mit Tee zusammen. Mit Tee, okay. Mhm. Rotes Bohnenmus und Pancakes. Ja, sowas wie Pancakes. Ja, ich meine, im Prinzip ist es halt echt so Pfannkuchenteig auf der heißen Platte gegrillt und dann eben mit der roten Bohnenpaste, die eben süß ist. Achso. Ja. Schmeckt. Mhm. Schmeckt gut. Was heißt das auf Japanisch? Oishi. Oishi. Wunderbar. Achso, also ich wollte dich jetzt noch ein bisschen über Japaner ausfragen. Ich meine, du hattest du einen japanischen Sensei bei Karate oder waren das alles Deutsche? Nee, das waren alles Deutsche. Das waren alles Deutsche. Also die erste Japaner-Person, mit der du irgendwie in Kontakt gekommen bist, ist Taka. Boah, das ist eine gute Frage. Was ist so dein Eindruck? Zurückhaltend. Nein! Doch. Echt jetzt? Doch, sehr freundlich, sehr zurückhaltend. Könnte aber natürlich auch an der Sprachbarriere liegen. Ja, schon. Doch, doch, also ganz freundlich und ganz zurückhaltend ist er. Takano Wadiuguchi. Genau. Nein, nein. Nein, nein. Passt schon. Und verträgt mehr Bier als ein typischer Japaner. Genau, auf jeden Fall. Der Taka verträgt sehr viel mehr Bier als ein typischer Japaner. Und der genießt das deutsche Bier ganz wahnsinnig. Oh, das glaube ich. Und wir waren gestern deutsch essen. Mhm. Bei Schweiger. War sehr lecker. Haben wir ganz viele unterschiedliche Biere auch getrunken. Mhm. Vom Fast. Ja, war schmeckt super. Nochmal anders. Ja, hat alles geschmeckt. Das Essen auch. Schnitzel, Schweinebraten. So richtig schön. Deutsch. Deutsch. War gut. Keine Ahnung, hast du noch irgendwas Abschließendes, was du loswerden möchtest? Domo arigato. Na dann. Kono douga wa koko de owari ni shimasu. Tanoshikatta nara zehi iine botan oshite kudasai. Channel touroku mo yoroshiku onegai shimasu. Dewa mata tsugi no douga de aimashou ne. Bye bye. Bye bye.